Also dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Werte Lords und Ladies, willkommen zurück auf dem Rücken der Pferde. Des Pferdes. Es ist nur ein einzelnes Pferd. Und ich heiße euch willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind auf dem Wege nach Rathai. Wir bewegen uns gerade in die beschauliche Gemeinde von Neuenhof und schauen, ob wir dort Dinge verkaufen können. ja. Jetzt müssen wir mal schauen, gibt es hier irgendwas, was... Da gibt es einen Pferdehändler, aber das war's. Da oben gibt es noch ein Fragezeichen, ein unerforschter Ort. Die da Leute machen da natürlich auch sehr viel Spannung und Spaß. Wir werden ja mal ganz kurz den unerforschten Ort da hinten erforschen. Weil wir sind jetzt gerade auf Pferderücken. Da geht das schneller. Und auf dem Weg nach Rathai sind wir sowieso. Vielleicht kann man da hinten ja irgendwelche Dinge verkaufen. Das wäre natürlich gar nicht blöd. Aber ich fürchte, das ist wahrscheinlich nicht so. Das hier sieht so aus, als würden sie gerade hier eine Autobahn bauen. Ein Sühnerkreuz, alles klar. Also dann fährt, dreh dich um. Das hat sich voll gelohnt. Die Folge erstmal mit irgendwelchen Schwachsinn anfangen. Also auf nach Rathai, da müssen wir irgendwas abholen. Dann müssen wir noch... Ich glaube, es dreht sich um Wein. Dann müssen wir noch nach Sasau eine Kette abholen und... Hoffentlich war es das dann, wenn wir dann anschließend in Thaimberg waren und dann haben wir die Quest auch erledigt. Kein Wunder, dass dieses Spiel 100 Stunden Spielzeit hat, wenn da 30 Dutzend Nebenquesten quer über die Karte gehen. Dann würde ich das auch schaffen. Da vorne ist eine Wache. Die versuchen wir mal nicht umzureiten. Morgen, Sir. Das Schöne ist, solange wir auf Pferde sitzen, sind wir recht schnell. Hallo Kuh, hallo Kuh, hallo Kuh, hallo Kuh. Oh, hallo Kuh, es waren 5. Das müsste der richtige Weg sein. Ja, ich weiß, wir können auch die Schnellreise nutzen. Weil wir sind ja fast da. Ja, wir sind ja fast da. Wir werden auch so langsam ein bisschen müde, stelle ich fest. Ja, bitte laden. Danke. Jetzt. Bildschirm. Nein, doch nicht. Vielleicht. Ja, nein, doch. Nein, vielleicht. Nein. Ja. Nein. Staub. Ja, nein, vielleicht. Okay, Ladebildschirm. Es tut mir leid. Das ist der Nachteil bei Schnellreise. Er muss erstmal die Gegend laden. Zack, wir sind zumindest noch auf dem Rücken des Pferdes, das ist ganz angenehm. Wir wollen nicht zu dem Kampfplatz, wir wollen nicht zu dem Lager, wir wollen... Zum einen, da ist unsere Quest, dann haben wir hier noch einen Schuster, da wollen wir hin. Das heißt, wir wollen da runter in die Stadt. Wir machen erstmal alles andere außer die Hauptquest. Ja, ich würde mich auch fragen, wie ich an dieses Pferd komme. So sieht übrigens das Pferd in Gambeson aus, heißt es, glaube ich. Das ist, glaube ich, die erste Kneipe. Nein, das ist sogar schon der Schuster, da wo wir hinwollen. Schön da bleiben. Oh nein, das ist der Schuster. Der Schuster läuft gerade weg. Schuster, bleib stehen! Du? Was willst du von mir? Ich möchte mal was handeln. So. Zum
Ich habe nichts zum Handeln. Verdammt. Ich könnte die Leisetreter noch reparieren lassen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Halt, 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 Schuster. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ja, die da will ich. Boah, da will ich echt schon eine Menge Geld dafür. Versprechen wir den Preis. Hm, ist gut. Was hältst du von 33? Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. ...33,5. Dann halt nicht. Ach verdammt, ich mache dauernd den Ruf kaputt. Da will ich hin. Spieler, Ruf. Wie sieht es eigentlich hier in Ratai aus mittlerweile? Ratai-Händler, naja, geht schon. Ratai-Bürger, Ratai-Waffenknecht ist ganz das schlecht. Etwas besser auf. So. Wir wissen ja schon, es funktioniert nicht ganz. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Er ist auch teurer geworden. Zufrieden? Verdammter Ruf. Dann halt 36. Endlich eine vernünftige Summe. Jetzt sind unsere Leisetreter zumindest besser. Na, Junge, soll ich singen? Pass doch auf, du Flegel! Du hättest mich fast umgebracht. Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt. Ich lasse jetzt mal das, den Ton etwas schrecklich. Dementsprechend rede ich jetzt einfach mal dazwischen, damit es nicht ganz so schlimm anklingt. Und es tut mir leid. Willst du mich noch abwerfen? So, da haben wir noch den Jäger. Bäcker, den Krämer, den Krämer. Ich glaube, wir müssen runter zum Apotheker. Ja. So, hier irgendwo muss es den Wein geben. Noch ein weiter bei dem da. Ich danke. Konrad Hagen. Glück und Gesundheit. Herrin Stefanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Wein. Guten Wein. Ah. Der weiß Bescheid. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratai. Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich hasse schätze, das. Ich werde mir etwas überlegen müssen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Alles gut. Vielleicht können wir ihm ja noch was verkaufen. Der würde den Dolch nehmen. Den geklauten. Versuchen wir es mal. Das sieht wie gestohlene Ware aus. Die kaufe ich nicht. Okay. Hätte ja funktionieren können. Ich mag Bogenschießen nicht. Dann verkaufen wir nochmal unsere Kräuterchen. Bogenschießen-Wettbewerb
Finde ich natürlich auch nicht sehr prickelnd, weil ich das nicht kann. Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte was verkaufen. Er hat immerhin noch 250 Geld. Das ist schon mal ganz gut. So, die Disteln will ich loswerden. Die Millionen Johanniskraut will ich gerne loswerden. Den restlichen Salbei will ich loswerden. Die Dinger will ich loswerden. So. Dann reden wir nochmal mit dem Optiker. Vielleicht lässt sich was machen. Selbstverständlich. Sind wir uns einig? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Dann versuch's da. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Ich muss Bogenschießen lernen. Das ist der Bogenschießwettbewerb. Ich fürchte allerdings, Bogenschießen und Jagen sind unterschiedliche Dinge. Genau, das ist Jagen. Kampf, Verteidigung, Axt, Bogen. Bogen können wir gar nicht. Es ist ja mal schlimm. Na, Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Ich glaube, das bekommen wir jetzt noch ein paar Mal zu hören. Es tut mir leid. Wir versuchen es jetzt nochmal da drüben mit dem verzierten Diadem. Vielleicht kriegen wir ja zwei von drei Dingen gleichzeitig los. Sehr schön, dass die Händlerin da gerade zwischengequasselt hat. Das hilft uns, dass wir nicht quasseln müssen. Also nicht singen. Macht das vielleicht Sinn, dass wir da relativ schnell rüber... Wie würdest du reisen? Das ist eigentlich die relativ... Ja, das ist relativ gut. Reisen wir mal zum Kloster. Wir haben ja noch die Verprügelung, die wir noch machen müssen. Und desto weniger Zwischendinge uns passieren, desto besser. Ach, wir werden auch bald recht müde. Überfall auf dem Weg. Spähen können wir bei 100% meiden. Lass uns mal spähen. Weil weiter wegreiten können wir immer noch. Das Pferd. Da oben wäre der Überfall wahrscheinlich. Ich schlitz dich auf, du Lump. Danke. Weiche Knie bekommen, was? Ja. Ich habe keine Lust, einen Überfall zu machen, weil ich keine Ahnung habe, wer und wie und was. Wir wissen ja, kämpfen ist nicht meine Stärke. Deshalb reiten wir jetzt hier durch, wo wir überall hängen bleiben. Eine 45% Wahrscheinlichkeit auf Meiden war mir einfach zu niedrig. Da war ich mir nämlich ziemlich sicher, dass wir direkt im Kampf landen. Das wollte ich eigentlich grundsätzlich vermeiden. So, dann machen wir doch mal weiter Schnellreise. Ja, ich will zu diesem Ort schnell reisen. Alter! Mittlerweile können wir ihn immerhin besser meiden, aber was ist denn los? Ist heute überall Falter. So viel zum Thema Spähen. Aber egal. Das ist das Gute, wenn man auf dem Pferd unterwegs ist. Lauf lieber weg, Wanderer, lauf weg.
Ah, Straßen von Banditen freihalten hilft. Das heißt, würden wir die Banditen da umnieten, dann wäre unser Ruf ein wenig besser. Jetzt ist hier natürlich auch dunkel und leer und überhaupt. Aber wir haben reiten gelernt. Das war auch schon mal eine schöne Sache. Dadurch, dass wir die ganze Zeit durch die Gegend reiten, reiten wir besser. Wir müssen ja noch die ganzen Schmiede abklappern. Kann ich mit dir reden? Wieso schleichst du wie ein Strauchdieb im Dunkeln umher? Weil mein Pferd das nun mal nicht anders macht. Schade, ich hätte gerne gemeldet, dass da hinten ein bisschen die Post abgeht. Wo haben wir denn die Taverne? Da drüben haben wir eine Taverne. Haben wir hier drüben auch noch eine Taverne, bei der wir schlafen können? Jawohl, da ist eine. Dann sollten wir das wahrscheinlich mal tun. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Doch, hier ist natürlich der Ton beim Reiten recht schlecht. Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? So, Vitus. Glück und Gesundheit. Ah, das Würfelspiel. Heute ist mein Glückstag. Deiner auch? Würfeln? Versuchen wir es doch mal. Komm. Ein Bier für mich. Machen wir mal einen Max. All in. Unser Glück ruft. So, wie ging das? Den Würfel wollen wir zur Seite legen. Den Würfel wollen wir zur Seite legen. Den Würfel wollen wir zur Seite legen. Das sind schon mal 600 Punkte. Punkten und fortfahren. Bei drei Würfeln haben wir eine hohe Chance. Oh, Würfel beiseite legen, Würfel beiseite legen, Würfel beiseite legen. Das sind nochmal 400. Und jetzt können wir nochmal mit allen 6 Würfeln. Den beiseite, den beiseite und den beiseite und haben nochmal 200 Punkte und jetzt passen wir mal. Du bist. Na gut, 250 ist natürlich auch ein Wert, den man erreichen muss. Wir haben hier den, wir haben den, wir haben den. Und wir versuchen es nochmal. Weil bei drei Würfeln, wie gesagt, ist die Chance hoch genug. Und haben leider kein Glück. Na egal, wir liegen ja trotzdem noch 950 Punkte in Führung. Und wenn er nicht sowas würfelt, dann, ja. An seiner Stelle würde ich jetzt aussteigen, genau. Beiseite legen, beiseite legen, beiseite legen. 1000 Punkte, das war's. 2200 Punkte, wir haben gewonnen. Nochmal 11 Groschen, vielen Dank. Die Nacht ist gerettet. Das sind Burger, Burger, Burger. Noch ein Burger. Zach, mit dem reden wir auch nochmal. Beste Grüße. Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, als er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht mal für das Gold des Königs. Alles klar, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Hallo Herr Wirt, ich möchte noch ein Zimmerchen haben für die Nacht. Hallo Frau Schankmeid. Ich möchte gerne einen Schlafplatz haben. Kann ich hier irgendwo schlafen? Na gut. Für wie lange? Nur eine Nacht, wir sind ständig unterwegs. Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. Ich will Falschen üben, das kennt ihr ja, das kennt ihr ja. Können wir verhandeln? Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Aber nur fast, ja, das kennen wir. Zufrieden?
würde ich fast einschlagen. Ja, ist okay. Du hast es ganz für dich. Keiner wird dich stören. Das ist ja schön. Und wo ist das genau? Wo soll ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppen sind draußen. Das mittlere Zimmer ist deins. Alles klar. Lebe wohl. Hatten wir jetzt eigentlich noch irgendwas, was wir dir verkaufen hätten können? So was Nahrungstechnisches? Nein, wir haben noch ein bisschen geklauten Schnaps. Ich habe nur zwei Hände. Ja, das ist okay, aber kann ich dir geklauten Schnaps verkaufen? Das stinkt gewaltig nach Diebesgut. Ich kauf's, aber viel kriegst du nicht. Also für mich stinkt's eigentlich hauptsächlich nach Schnaps. Na dann, haben wir zumindest das schon mal losgeworden. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der da hinten in Ruhe schläft. Oh, da ist der Wirt. Fragen wir doch mal, was ihm so umgeht. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Bestimmt nicht. Alles klar. Wären wir jetzt nicht so verdammt müde. Schauen wir mal, ist er markiert? Steige den Schimmel. Nein, der ist natürlich nicht markiert. Kostspielgeschlägen. Das Schwert. So. Er ist immer noch nicht markiert. Schade. Da müssen wir einfach mal warten. Ich lasse mal die Zeit eine Stunde vorgehen. Ich hätte mir seinen Namen merken sollen. Ja, ich hätte mir den Namen merken sollen. Verdammt, jetzt ist er weg. Na komm. Wir machen uns geräuschlos. Das ist zumindest etwas, was wir besser können. Du bist irgendein Bürger, du bist ein Bürger, du bist die Schankmaid, du bist ein Bürger. Bauerngehilfe. Du bist ein Bürger. Verdammt! Wie hieß er? Wo ist er hin? Wir wissen also, hier irgendwo ist ein Mensch, der hat Zeug. Der hat das Zeug. Tut mir leid, Schimmelchen, ich muss dich gerade mal stehen lassen. Der kann doch nicht schon besoffen sein und weggelaufen sein. Verdammt, 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 verdammt. Da hinten rennt noch irgendeiner, aber ich glaube, das ist eine Wache. Nein, es ist eine Wand. Ich wüsste, wo und wie und was. Wer wann da ist. Gattin des Schmieds. Kann ich helfen? Nein, offensichtlich nicht. Das ist eine Wache. Verdammt.
Wenn das Lustige ist, irgendwo sollen wir das Zeug auch hinbringen. Melde dich beim Vogt, okay. Das ist eine Schnellreise. Da haben wir die heiligen Prokop-Dinger. Das verzierte Diadem, das ist der Schimmel. So, den will ich jetzt erstmal gerade nicht. Ein Stück. Den da will ich eigentlich aktiv haben. Wo zum Teufel? Vor allem, was ist da unten? Das ist auch noch ein Dörfchen. Ist das vielleicht Vranitz? Möglich ist es. Aber auf der Karte zeigt er mir auch nichts an. Das finde ich jetzt sehr doof. Jetzt bin ich auch gerade da. Da will ich hin. Da willst du mal eine beklauen und da ist er dann auch schon wieder weg. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Warum geht es nicht? Ach, da müssen wir das morgen wieder versuchen. Vielleicht schläft er auch hier, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall die Treppe zu unserem Dings. Danke fürs Tür vor die Nase zuschlagen. Das ist der Wirt. Haben wir hier noch jemanden anders, der hier drin schläft? Nein, haben wir nicht. Alles klar. Schankmeid schläft auch hier. Der Wirt sitzt noch ein bisschen rum. Dann sage ich schon mal gute Nacht, liebe Leute. Wir müssen mal schauen, wo und was. Ah, ich bin im privaten Bereich, ich weiß. Da haben wir ein schweres Schloss, da haben wir ein leichtes Schloss. Das hier ist das mittlere Zimmer. Das wäre unseres. Ich will jetzt nur mal schauen, ob wir vielleicht den anderen Typen noch irgendwo finden. Dessen Namen ich mir natürlich nicht gemerkt habe. Ich hält. Hier ist auch niemand. Haben wir noch ein leichtes Schloss. Und das ist unser Zimmerchen. Machen wir das mal zu. Da haben wir unser Dings, unser Bettchen. Ah, da haben wir eine Truhe. Dann haben wir noch den Stallknecht und den Gelehrten, die Speisen des Herkules. Ich weiß nicht, ob wir da schon irgendwas von gelesen haben. Nein, das will ich doch gar nicht mitnehmen. Ich würde jetzt erstmal schauen, ob wir irgendwas davon noch lesen können. Zum Beispiel das Speisen des Herkules. Ah, ich habe es bereits ausgelesen. Alles klar. Gut, sehr viel Text, nichts dahinter. Dann legen wir es halt wieder zurück. Alles klar. Leider sieht man dann nicht von vornherein, was und wie man gelesen hat oder auch nicht. Ich will aber auch das Zeug nicht dabei haben. Dann werden wir uns jetzt mal ausschlafen.
Gut. Bis mittags, dann werden wir schon irgendwas zu beißen finden. Aber ich würde sagen, wir machen einfach die, was auch immer wir tun, in der nächsten Aktion, also in der nächsten Aufnahmesession. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. Und